Hallo, meine liebe Waage, wir legen heute deine Tarotkarten für Juli 2022 und wir benutzen das Light Seers Tarot. Schauen wir mal rein, was gibt es Tolles für die Waage? Erste Karte, 10 der Stäbe, sehr interessant. Hast dich wohl vielleicht ein bisschen überarbeitet, meine liebe Waage. 8 der Schwerter. Was haben wir noch für die Waage im Juli, bitte? Dankeschön. Wir haben den Buben der Stäbe. Was noch? Wir bekommen den Teufel, den Ritter der Stäbe. Sehr viel Stabenergie, interessant, wirklich. Und deine erste und bisher einzige Major Arcana Karte ist der Teufel hier. Was haben wir noch? 9 der Stäbe. Was noch? Hoppla. 3, das ist die Herrscherin. Dann den König der Stäbe. Unglaublich, wir haben fast nur Stäbekarten hier. Das gibt's ja nicht. Und last but not least kriegen wir noch eine Karte bitte für die Waage im Juli. Okay. Eine einzige Karte hätte ich gerne noch für die Waage im Juli. Dankeschön. Wir haben die 7 der Schwerter und auf dem Boden des Deckes die 5 der Stäbe. Also es ist ein sehr, sehr Schwert- und Stäbe-lastiges Tarot. Wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5 Karten der Stäbe und 3 Karten der Schwerter und dann noch 2 große Arcana-Karten. Also nur Schwert- und Stabenergie. Die Schwertenergie, das ist die Energie der Luft, wo du sehr in deinem Kopf gefangen bist, und die Stäbeenergie, das ist die Energie des Tatendrangs. Ja? Also da will man in die Aktion treten, da will man etwas tun. Ich sehe dich hier in einer Situation, wo du schon sehr viel oder einen sehr langen Weg hinter dir hast. Das war sehr beschwerlich. Ja? Also diese zwei Leute da, oder beziehungsweise Tier und Mensch hier, sind hier schwerst belastet. Du hast einen sehr langen Weg hinter dir, es war anstrengend, du fühlst dich überarbeitet. Hier ist es Zeit für dich, meine liebe Waage, deine Aufgaben auch mal an andere zu delegieren. Ja? Bitte lass auch andere mal was tun, du musst nicht immer alles alleine schleppen. Dann haben wir hier die 8er Schwerter. Du fühlst dich gefangen, ja, wie in einem Knebelvertrag. Du fühlst dich da nicht mehr wohl, entweder in einer Beziehung oder auf einem Arbeitsplatz oder an deinem Wohnort. Es passt irgendetwas nicht mehr, ja. Es nagt an dir rechts und links und du möchtest da raus. Aber teilweise ist dein Gefängnis auch wirklich nur in deinem Kopf, weil wenn du genau schaust, die Person, die in den Spiegel sieht, ist frei. Die Person, die sie aber im Spiegel sieht, ist gefangen. Das heißt, in Wahrheit bist du frei. Du musst dich nur von diesen Gedanken befreien, dass du eingesperrt wärst. Ja? Du bist in Wahrheit frei, aber etwas versucht dich so zu manipulieren, dass du denkst, du wärest es nicht, ja? Und du hättest keine andere Wahlmöglichkeit. Aber da sind Optionen. Ja? Du siehst sie nur im Moment noch nicht. Mit den 7 der Schwertern sehe ich auch, dass hier du dich ein bisschen beraubt fühlst. Ja? Du fühlst dich so, als hätte dir irgendjemand was geklaut. Entweder jemand hat dein Copyright geklaut, ja, dass du eine Idee hattest und der andere Mensch hat das als seine verkauft, oder er ist mit etwas abgehauen. Ja. Vielleicht hat dir jemand dein Herz gestohlen und ist damit abgehauen und hat dich dann geghostet, ja, nach ein paar Dates. Irgendwie fühlst du dich hier beraubt, ja, oder deiner Rechte auch beraubt. Ja. Jemand hat hinter deinem Rücken etwas Fieses gemacht. Vielleicht hat auch jemand hinter deinem Rücken Gerüchte gestreut. Ja. Aber es ist auf jeden Fall zu viel und deswegen kommt hier die 9 der Stäbe. Das ist der verwundete Krieger, das heißt, du hast es schon satt, dir hängt es schon zum Halse raus, das ständige schwere Schleppen, das wir hier hatten mit der 10 der Stäbe, dann dieses ständige Gefangensein, dann dass ständig jemand hinter deinem Rücken schlecht über dich redet, das geht dir auf den Zeiger. Die 9 der Stäbe sagen eindeutig, ich habe die Schnauze voll, ich mag nicht mehr, bitte lass mich alle in Frieden. Aber die 9 der Stäbe sagt auch, Moment einmal, jetzt ist nicht die Zeit, das ganze Handtuch zu werfen, ja? Also die Flinte nicht ins Korn zu werfen, sondern noch einmal, für ein letztes Mal, seine Kraft zusammen zu raffen und zu sagen, so, einmal schaffe ich das noch, ja? Und dann ist Ruhe im Karton. Und für dieses eine letzte Mal, ja, da bist du dann schon fast oben angelangt. Ja? Du rangelst dich da zwischen der Konkurrenz hindurch, rauf über diese Leiter, bis hin zu deinem erklärten Ziel, wo alle anderen auch hinwollen. Und du musst aber jetzt nochmal durch diesen allerletzten Kraftakt durch. Der ist schwer, ich weiß, und du willst nicht. Du hast keine
keinen Bock mehr und keine Energie mehr und du bist schon ganz ausgezehrt. Aber du musst es machen, ja? Weil dieser letzte Fight hier durch die anderen durch, das ist das, was dich ans Ziel führt. Ja? Also bitte jetzt nicht aufgeben. Deine Belohnung danach ist, dass du erstens mal eine ganz, ganz schöne, positive Energie bekommst. Sieh dir das an, die Karten, Feuerrot und Gelb, Karten der Positivität. Du siehst die Personen hier lachen und tanzen, ja? Und man sieht dich auch nicht nur nach deiner, also hier sieht man dich nach deiner eigenen Pfeife tanzen, ja, also du gibst den Beat an deines Lebens, du fühlst dich danach wieder in Kontrolle, ja, so sehr du dich davor auch gefühlt hast, als wäre jede Art von Kontrolle über dein Leben weg, hast du hinterher, nach diesem allerletzten Kampf, von dem ich dir erzählt habe, hast du hinterher das Gefühl, ja, jetzt bin ich wieder derjenige, der mein Leben kontrolliert, jetzt kann ich endlich wieder am Drücker sein, jetzt kann ich endlich wieder was tun. Und das kommt mit einer ganz großen Kreativität da einher. Ja? Also dieser Bube, der Stäbe, der bringt ganz viel kreative Ideen, was du alles tun könntest mit deinem Leben und du schreitest dann auch direkt zur Tat. Ja? Wir haben hier den Ritter, den Ritter der Stäbe, das ist die Energie dessen, dass du dich vielleicht sogar selbstständig machst. Ja? Du machst dich auf jeden Fall frei, du befreist dich von all diesen Fesseln hier, die wir hier hatten und dann sagst du so, und jetzt bin ich mein eigener Chef und jetzt erzählt mir niemand mehr, was ich zu tun und zu lassen habe, ist eine sehr löwelastige Energie und die Energie eines fairen Herrschers, also jemand, der vielleicht auch ein paar Angestellte unter sich hat, oder was heißt unter sich, heutzutage haben wir flache Hierarchien, das heißt Angestellte um sich herum, ja, es gibt nicht mehr drunter und drüber, sondern du bist ein fairer Führer, ja, also du bist ein fairer Anführer, jemand, der mit gutem Beispiel vorangeht und nicht einfach nur einer, der faul auf seinem Sessel sitzt und dann den anderen sagt, was sie zu tun und zu lassen haben. Nein, sowas bist du nicht, sondern du greifst selber zu. Du krempelst die Ärmel hoch, du packst an, du willst da wirklich dabei sein, ja? Weil du willst ja Teil des Erfolges sein, ja? Und man sieht hier, da gibt es einige Leute, die dir schaden wollen. Der Teufel ist meistens eine Energie von äußeren Ereignissen, die dir schaden wollen. Ja? Und die wollen dich gerne hier sehen, die wollen dich gerne runterdrücken. Das sind die Leute, die hinter deinem Rücken blöd über dich reden. Ja? Das sind die Giftigen, die Grauslichen. Das sind diejenigen, die selber nichts auf die Reihe kriegen und deswegen dich nach unten bringen wollen. Weil sie merken, du hast super viele Talente. Du hast ein Licht, das scheint. Ja? Du hast diese wundervolle Kreativität in dir. Du hast Ideen, du hast Mut. Da ist wahnsinniger Mut drin, ja, in diesen Karten, in diesen beiden. Das heißt, sie merken, boah, da ist einer stark, da ist einer mutig, puh, den müssen wir schnell runterdrücken, damit der uns ja nicht gefährlich wird, ja. Weil so denken die Menschen, die nichts haben, nichts sind, keine Kreativität, innerlich völlig leer, ja. Das sind die Leute, die außen eine tolle Fassade bieten, ja. Also außen hui, innen pfui, ne? Das ist genau die Energie. Das sind Menschen, die sind selber innerlich vollkommen leer. Die haben keine Ideen, keine Kreativität, die können nichts erschaffen, die können gar nichts. Und deswegen sind sie stinksauer, dass du das kannst. Ja? Und das sind die Leute, die dann eben anfangen, dich runterzumachen, überall anzurufen und Lügen über dich zu erzählen, ja? Von wegen, du wärst auf Droge oder du wärst psychisch krank oder sonst irgendwas. Ja? Aber damit kommen die nicht durch, weil sie können zwar deine Reputation, der können sie natürlich schaden, aber sie können niemals das Licht auslöschen, das in dir ist, die Kreativität, diese Ideen, das ist der Wahnsinn. Ja? Das kriegen die niemals weg, egal was sie tun. Der Teufel ist immer der Verlierer. Ja? Und zwar auf lange Sicht. Auch wenn der Teufel manchmal zu gewinnen scheint auf dieser Welt, ja? Auf lange Sicht verliert er immer. Ja? Aber die lange Sicht, die hat halt nicht jeder. Den Überblick hat nicht jeder. Dann haben wir hier die Herrscherin. Wie ich schon sagte, du hast jede Menge Ideen. Du bist ideenschwanger. Guck dir das an. Hier ist die Weltkugel im Bauch eingezeichnet. Ja? Also du bist geradezu so erfüllt mit verschiedenen Geschäftsideen oder kreativen Ideen, dass du fast schon platzt, ja? Und es purzelt dann auch wunderschön aus dir heraus, ja? Vielleicht möchtest du ein Buch schreiben, eine Ausstellung machen mit deiner Kunst, vielleicht willst du tanzen lernen oder ein Tanzprojekt auf die Beine stellen, vielleicht willst du Lehrer werden für irgendetwas. Ich spüre hier richtig, dass du einen ganz starken Tatendrang hast. Du hast tausende Ideen und die wollen in die Welt hinaus, ja? Du willst das sozusagen richtig in die Welt hinaus tanzen und singen, ja? Dann mach es doch bitte auch einfach, ja? Lass dich von dem nicht runterziehen. Das ist alles nur eine Illusion. Diese Leute, das sind die, die dir weismachen wollen. Du wärst gebunden, du wärst unter Kontrolle. Die wollen dir weismachen, dass man alleine durch Zerstörung deiner Reputation dich irgendwie schlecht machen könnte. Aber deine Kreativität und dein inneres Strahlen, das geht nie verloren. Du bist ein ewiger Quell dieser Kreativität und dieser Ideen und dieses Strahlens. Ja? Das hört nie auf.
selbst wenn sie dich in irgendeiner Form physisch auslöschen sollten, selbst dann wäre dieses Licht nicht verloren, weil da würdest du halt in anderer Form wiederkommen und weiterarbeiten. Ja? Das heißt, die sind natürlich sehr, ja, die sind ganz schlicht und einfach sauer, dass du Erfolg hast und beziehungsweise das Potenzial des Erfolges in dir trägst, das Potenzial, das ihnen fehlt. Ja? Das mögen die nicht und deswegen sind sie halt dementsprechend angepisst. Ja? Deswegen ermutige ich dich, auch wenn der Weg sehr schwer war, ja, was ich hier bei den Zehn der Schwertern sehe, ich weiß, du hast gelitten, ja, aber bitte, bitte lass dich nicht entmutigen. Das ist alles nur Quack-Quack, was die dir hier vormachen wollen. Ja. Die wollen dir sozusagen weismachen, du hättest nur noch eine einzige Chance und das wäre die und die. Aber was sie in Wahrheit tun, ist, sie verschleiern einfach nur die vielen, vielen tausend anderen Optionen, die du eigentlich hast, ja. Bitte lass dir das nicht nehmen. Also diese Augenbinde hier, ja, die trägt nur die Person im Spiegel. Nur die sieht nichts. Ja. Die sieht sehr wohl die Optionen. Ja. Also, jetzt schauen wir noch mit den Würfeln. Was ist dein Glückszeichen? Dein Glückszeichen ist der Löwe und dein Glückszahlchen ist die 8. Und es wundert mich auch gar nicht, dass hier der Löwe rausgekommen ist, weil der Löwe ist ja ein Feuerzeichen, sprich, der wird repräsentiert von den Karten des Stabes. Und was haben wir hier hinten? Einen Löwen. Das heißt, wenn ein Löwe in dein Leben kommt, wäre das sehr wahrscheinlich sehr positiv für dich. Wenn aber ein Steinbock in dein Leben kommt, wäre ich vorsichtig mit dem, was diese Person zu dir sagt, ja. Das ist es, was ich für dich habe für Juli. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn ja, dann lass ein Like unter dem Video, abonniere auch den Kanal und ich hoffe, wir sehen uns. Tschüss!